Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Crescent-Spezial. Ich möchte euch jetzt was über die Firma bzw. Werkzeuggruppe Crescent erzählen. Zahlen, Daten, Fakten sage ich da nur. Und im Anschluss was über die tollen Werkzeuge, die herstellen. Schon kannst du losgehen, nächstes gehen abonnieren. Crescent Tool Company tritt das erste Mal in Erscheinung 1907. Der Einwanderer und Erfinder Carl Patterson aus Schweden hat in Amerika diesen Schraubenschlüssel erstmalig eingeführt und der war in dem Moment Ersatz für viele weitere kostspielige Tools, ja, weil man den adaptieren konnte auf verschiedene Schlüsselweiten und somit viele geschmiedete Schlüssel in einem kombiniert hat. Ich finde es sehr interessant, wie viele Hersteller von sich behaupten, der Erfinder dieses Engländers gewesen zu sein. Wenn ihr mal in meinen Spezialvideos, in den Hersteller-Spezialvideos nachschaut, die blende ich euch auch da oben ein, dann werdet ihr sehen, das ist Crescent, nicht die einzige Firma, die das gemacht hat. Die haben ein Credo und zwar The Power of Crescent, das heißt die Macht des Halbmonds. Und außerdem sagen die, dass der Charles Lindbergh 1927 bei seiner historischen Solo-Transatlantik-Überquerung auch so einen Crescent-Schraubenschlüssel dabei gehabt hat. Fast 100 Jahre später gibt es die Apex Tool Group und mit der gehen wir jetzt ins Rennen. Die hat nämlich die Marke unterteilt in 5 weitere Divisionen. Einmal Crescent Handwerkzeuge, also diese Schraubenschlüssel, die hier liegen. Dann gibt es Whiz, die machen tolle Scheren und Messer. Lufkin, die machen Maßbänder. Es gibt Nicholson, die machen Feilen und Sägen. HK Potter für Hochleistungsschneideprodukte. Und die Joe Box, die ist Verlagerung für gefährliche Gefahrenstoffe. Insgesamt haben diese Firmen über 700 Jahre kollektive Erfahrung, steht auf der Homepage. Und insgesamt vertreiben die 2800 Qualitätsprodukte mittlerweile. Und ihr Slogan ist Trusted by the Trades. Steht auch hier oben. Weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. So viel zur Firma. Ziemlich interessant, wie ich finde, was man da immer so findet im Internet. Und ja, die haben es marketingtechnisch schon ziemlich drauf. Aber auch die Werkzeuge sind interessant. Ja, wo fangen wir an? Eins der interessantesten Tools, ja, habe ich wieder entdeckt, natürlich auf dem Bauform 24. Da kann man hier hinten mit so einem Hebel locken. Ist auch so eine Art ja, Schweißzange, da benutzt man die gern. Man friert sich die Fingerchen ab oder verbrennt die nicht. Und man kann hier vorne einstellen bis zu 1,5 Zoll oder 35 mm. Und dann eben wie eine Gripzange schön schnell hier mit dem Kniehebel klemmen. Also einfach eine tolle Sache. Und vorne in der Zange ja, ist auch so eine Verzahnung drin, die ist gerad verzahnt und vorne sogar ein Stück flach, also dass man da auch beschädigungsfrei greifen kann und damit kann man schon einiges tun, weil es halt 2 Zangen in einer ist, tolle Sache, wie ich immer finde. Und dann habe ich neulich was entdeckt, muss ich natürlich haben, das ist auch so ein Kombi-Tool und zwar eine Kombizange oder wie die Amis sagen, eine Lineman's Pliers, ja, ganz normal, hier vorne auch gerad verzahnt. Dann so eine Art Brennerloch, aber nicht grob, sondern auch fein verzahnt. Und dann hinten auch ein Seitenschneider mit Phase außen vorne ein Stück gerad verzahnt. Dann können wir mal gucken, das ist aus so einem Blech ausgestampft. Also bin mir nicht ganz so sicher, wenn man da richtig Iwan drauf gibt, wie stabil das ist. Und dann kommt es hier mal zum Knopfhof. Und zwar, wenn man hier aufmacht, kann man die umdrehen und wieder einrasten. Und dann hat man hier eine feine Zange für Adernenthülsen, mit der man auch abisolieren kann, von AWG 20 bis 10 oder von 0,8 bis 2,6 mm Leitungsquerschnitt. Ja, also cooles Gerät. Man hört aber, hat hier 2 so Stufen, wo die dann endgültig zusammengeht. Also ist natürlich durch den Aufbau auch nicht 100% stabil. Natürlich sind 2 Zangen in einem und das mögen ja auch viele von euch, dass sie immer eine Zange mehr dabei haben und Platz sparen. Also haben wir hier 2 Doppelzangen, echt interessante Werkzeuge, wie ich finde.
Und dann hier von Wiss eine tolle Werkzeugschere, die ist Titanium Coated. Ja, die hat auf der einen Seite einen Riffel, dass da nichts rausrutschen kann, und auf der anderen Seite eine glatte Schneide, und die ist richtig scharf. Die ist für Rechtshänder. Die hat auch hier die Schneiden bis dahin reingeführt, also man kann da richtig reißen. Man hat hier auch einen Hebel, wenn man abrutscht, dass man sich nicht die Knöchel anhaut. Und ja, tolle Arbeitsschere hinten mit einer selbstsichernden Mutter und mit dem tollen Crescent-Logo. Hm, auch nicht ganz schlecht, diese Produkte. Dann habe ich gesagt, Lufkin macht tolle Maßbänder, zum Beispiel hier das Shockwave Night Eye. 8 Meter sind da oben. Hat hier vorne einen Bügel, dass der Klemmmechanismus geschützt bleibt. Und das ist ein elegantes Maßband, doppelseitig beschriftet, optimal. Schauen wir mal, ob man das sehen kann. Also man kann es einrasten. Dann gucken wir hier mal drauf. Da steht ein ganzen Haufen dazu. Ja, also Klasse 2 und bei 20 Grad natürlich. Hier oben auch der Ausgleich, dass man sowohl innen als auch außen messen kann. Kann man auf zwei Seiten auch einhängen. Hat hier einen Gürtelclip. Und wenn man es mit UV anstrahlt, dann leuchtet es auch. Also tolles Gerät. Und zudem hat es noch eine Bohrung da hinten, und da steht hier 3 Inches, also von hier nach da sind es 3 Inches, das sind 2,54 cm 1 Inch, also 7,62 cm. Ich hoffe, ich habe nicht verrechnet. Und wenn man hier nämlich eine Schraube durchmacht, kann man da schön Radien anzeichnen, auch bis zu 8 Meter Radien. Und das ist natürlich eine tolle Erfindung. Relativ heavy duty das Teil. Und ich glaube, damit kann man gut Arbeit auf dem Bau, wirklich ein toughes Gerät. So, und jetzt weitere Universalwerkzeuge auf der linken Seite, und zwar solche Ratschenschlüssel. Und das hier sind 4 in einem. Und so kann man mit diesen beiden Schlüsseln quasi 8 Werkzeuge abbilden. Und zwar von 10, 13, 12, 8 auf 14, 17, 15 und 19 mm Schlüsselweite. Wir haben ja relativ grobe Ratsche, die man auch umschalten kann, und zwar beidseitig. Wenn die sind tolle Werkzeuge, und die haben da eine ganz spezielle Zahnform. Und man sieht schon hier, die können damit 6 verschiedene Schlüsselweitentypen, nenne ich es jetzt einfach mal, abbilden, und zwar Sechskant, dann Squared Quadrate, Zwölfeck, Torx, so komische verschobene, das haben wir gar nicht, zeige ich euch mal hier in die Kamera. Die nennen das Partly Rounded Hex, ja, könnt ihr mal schauen, und diese Spline Zahnform, also da kann man mächtig viele Sachen damit schrauben. Das hier sind gesagt von 8 bis 19 mm Schlüsselweite die Schlüssel. Dafür, da habe ich auch schon mal welche gezeigt von Broxon, mache ich auch wieder oben rein, tolle Sache. Und dann ein interessantes Set, wie ich finde, da habe ich auch ein paar Dauer von Broxon schon mal gezeigt, und zwar ist es dieses Ratschen-Set. Und da kann man, einmal ist da eine Ratsche dabei, ich muss schauen, dass ich die rausbekomme, ja, auch grob, wo man umschalten kann, links, rechts, und ein Adapter für 3 8 Zoll Nüsse, den kann man hier schön reinmachen. Und da oben hat er auch so einen Riegler für die Kugel. Also, nices Teil. Und ich hoffe, ich kriege ihn jetzt auch wieder raus. Oder auch nicht. Haha, jetzt habe ich es wieder geschafft. Ja, jetzt habe ich es geschafft, zum Ende der Sendung wieder zu verkacken. Zack. Also, wirst du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ja, da ist ein Ring drin. Den muss man ein bisschen rausknüppeln. Und das Gute ist, der hat verschiedene Nüsse dabei. Und zwar einmal metrische. Auch von 10 bis 19 mm und dann von 3 Achtel Zoll auf 7 Achtel Zoll hoch, auch wieder mit den gleichen Einsätzen wie hier die an den beiden Schlüssel. Und ein toller Vorteil ist, die sind so angelegt, dass man hier, könnt ihr schauen, durchschrauben kann, als auch Gewindestangen oder Schrauben über einen längeren Gewindestange oder sowas drüber schrauben. Ja, okay. Das war's. Das sind die Werkzeuge von Crescent. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war was dabei für euch. Und schaltet es mal wieder ein, wenn es heißt
nächstes Kind abonnieren. Und bis bald.